So, da stehen wir wieder auf unserer Insel. Hatten ja Bekanntschaft mit den Piraten gemacht. Und müssen jetzt mal uns neu organisieren. Wir wollten zur Insel mit dem Händler. Das haben wir ja in der letzten Folge machen wollen. Und ich denke, das werden wir jetzt auch einmal angehen und dann können wir auf der Insel drüben bei ihm auch gleich was essen. Und es gab jetzt wieder einen kleinen Patch, der die Versionsnummer, der die Nummer leicht erhöht. Und ein paar Neuerungen gibt es auch, darüber rede ich dann noch mit euch. Also es wurden ein paar kleinere Dinge verändert, wie das Verhalten der Tiere auf der Insel, wie das Beheben von kleinen Fehlern. Fahre ich jetzt zur richtigen? Nein, ich fahre ja schon wieder falsch. Von kleinen Fehlern, dass man zum Beispiel, wenn man unterm Wasserfall steht, ein paar Probleme hat oder an Wellen steht, ein paar Probleme hat bei der Gegenstandsauswahl. Dass man zum Beispiel, wenn man den Hirsch kurz schlägt, dieser 10 Meter weiter läuft, kurz stehen blieb und dann so tat, als wäre nichts. Das soll jetzt behoben sein und zusätzlich schauen wir einfach mal, ob sich noch ein bisschen was verändert hat. Das war nicht ganz klein, also ich habe eine recht kräftige Leitung und musste kurz 5 Minuten runterladen. Also wir schauen mal, was sich noch so geändert hat, was auffällt und... Da nehmen wir euch natürlich mit. Wie immer. Und soweit ich das noch weiß, ist hier rechts ein Händler auf der Insel. Wir hatten ja als Ziel, dass wir da mal auf das große Piratenschiff gehen. Vorsichtig annähern und darauf hüpfen. Das Ziel habe ich immer noch, aber ich möchte jetzt erstmal zum Händler und ein bisschen meinen Kleinkrams hier verkaufen. Ich hoffe, dass er jetzt hier noch auf der Insel ist. Ich meine, hier war er ja vorher. Warum soll er das nicht mehr sein? Wenn er hier nicht mehr ist, dann wäre das ärgerlich. Da ist er. Aber es wäre kein Beinbruch. So, einmal hier rum. Ein paar Ruderbewegungen. Bringen wir dann unser Floß auch in die Nähe des Strandes. So, hallo. Ja, ich habe was mitgebracht. Ich komme bei Ihnen so schlecht in die Hütte, Sie sind so klein. Okay. Also wir besitzen ja schon 3 Pfeile. Ich würde mir jetzt auch einen Bogen von ihm kaufen wollen. Möchte jetzt aber, wie gesagt, auch ein bisschen was verkaufen. Und da schauen wir mal. Wir haben ja Tränke gemacht, die behalten wir auch. Wir haben Früchte, die brauchen wir auf jeden Fall. Und eine Bandage ist auch nicht verkehrt. Aber brauchen wir die 16 Steinbrocken? Die finden wir überall. Wir kriegen 16 Gold dabei raus. Lohnt das? Ich würde mal sagen, nein. Also ich brauche sie jetzt zurzeit nicht. Ich habe auch noch keinen Nutzen gefunden. Und wir haben uns jetzt den Bogen geholt. Danke für das tolle Geschäft. Wir probieren das gleich mal aus, ja. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Ah! Schaut an. Schaut an. Ich werde bekloppt. Wir haben einen Bogen. Ja, cool. Starke Nummer. Von der Insel will ich runter. Ich möchte eigentlich direkt zum Schiff der Piraten. Wir müssen weiter weg mit dem Schiff vom Ufer. Das haben sie auch verbessert. Die Push-Bewegung des Spielers, wenn er auf sein Floß guckt, ist jetzt so, dass wir auch dann in die Richtung, in die wir gucken, auch die Kraft ausüben. Also wir drücken es nicht nur von uns weg, sondern wir drücken es auch leicht nach unten, habt ihr ja gesehen. Ja, und jetzt
Ist da also mehr Physik im Spiel, sagen wir es mal so. Okay, also es sieht so aus, als wäre es leer. Das würde uns sehr entgegenkommen. Und mit unseren typischen schönen Ruderbewegungen nähern wir uns jetzt an. Okay, jetzt sind wir auf dem Boot gelandet von unserem kleinen Schiff. Und nun ja, wir wollen es nicht craften, aber ich möchte hier jetzt schon nicht unbewaffnet die ganze Zeit auf diesem Boot stehen. Wer weiß, was hier noch so auf uns wartet. Auf jeden Fall eine Truhe. Ja. Sie ist abgeschlossen. Wer hat den Schlüssel? Der Kapitän? Das ist natürlich... Okay. Okay, ich könnte das Boot reparieren. Ach, Kleidung. Haben wir Kleidungsstücke? Haben wir 6. 25 Holz hätten wir. 15 Hartes hätten wir. Und 10-mal Planfeeder hätten wir auch. Wir bräuchten nur noch 2-mal Kleidung. Oh, das finde ich jetzt interessant. Das möchte ich machen. Sieben. Acht. Und jetzt haben wir genug. Ha! Ich werd bekloppt. Nein. Nein, 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 nein. Okay, wir haben jetzt unser kleines Bötchen. Hängt an uns. Oh, wir müssen lenken. Wir müssen lenken. Oh. Es muss weg. Es muss weg. Wir drehen uns im Kreis. Moment, das geht anders. Große Segel weg. Also, wir kommen hier jetzt gerade. Komm schon. Haben wir uns verkeilt? Wir haben uns tatsächlich verkeilt. Das kann doch nicht sein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen... ungünstig. Vor allem, weil da vorne eine Insel kommt. Und wir gleich nichts mehr sehen. Ah. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das hier wieder loskriege. Ich habe 2 Boote geschrottet. Gleich am Anfang. Sehr gut. Repariert. Ein Schweine. Also Schweine viel Ressourcen ausgegeben. Und es kommt nichts bei rum. Vielleicht können wir ja das Boot mitnehmen. Mein eigenes, wenn es kein Segel hat. Ach je. Freunde, ich... ja, gut. Das hier bringt alles gar nichts, was ich hier mache. Wir können nur hoffen, dass das... Ob das so ungefährlich ist, weiß ich jetzt ja auch nicht. Aber wir müssen unbedingt uns ein Lagerfeuer machen, sonst sehen wir nichts. Und nicht sehen kann ich nicht ab. Da ist es. Holz, Flintstones. Und jetzt...
Können wir erstmal uns 5 Stunden ausruhen? Allem Anschein nach hat sich unser Boot gelöst. Bin ich hier auf der Vulkaninsel jetzt wieder? Weil die haben wir ja schon komplett leer gemacht. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir mit dem Bootstrip jetzt so weit vorgehen, dass wir einfach konsequent in eine Richtung fahren. Aber da muss ich erstmal jetzt was Kleines veressen. Okay, jetzt habe ich hier unten was. Rush of Stamina. Stamina Regeneration Rate greatly increased. Ach, sehr gut. Also mein Stamina erhöht sich gerade durch den Pilz enorm. Das können wir uns mal merken. Also unter Wasser sehen wir ja wirklich null. Aber das müssen wir jetzt auch nicht. Wir wollen ja schließlich hier rauf. Und unser kleines Floß ist jetzt nicht mehr an diesem Schiff hier dran. Und es lenkt. Sehr schön. Hat ja so ein bisschen was von Fluch der Karibik jetzt hier mit meiner kleinen, naja, wie nennen wir sie mal? Black Pearl, absolut übertrieben. Einigen wir uns, weil es klein und unbedeutend ist, doch auf irgendeinen Witznamen. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt mal in die Kommentare, wie ich das hübsche Boot hier nennen soll. Mir fällt gerade kein Name ein. Und sonst überlege ich mir in der nächsten Folge einen. Aber jetzt bleiben wir erstmal dabei und Yo ho, sage ich nur. Yo ho. Wir entfernen uns von diesem Inselatoll. Ich den Mond an, riesig. Wo wir Gutes wie auch Schlechtes erlebt haben und jetzt geht's vorwärts. Vorwärts zu anderen Gefilden. Mit Pfeil und Bogen und allem, was wir brauchen. Wir haben noch 5 Holz. Flintstones, das behalte ich, das verändere ich jetzt nicht. Weil das eine Lagerfeuer. Naja. Wir sollten zumindest immer, wenn wir uns jetzt wegbewegen, ein Lagerfeuer erschaffen können. Das ist sehr wichtig. So, und die Inseln verschwinden am Horizont. Wir sind recht zügig unterwegs, glaube ich. Oh, und die Musik setzt ein. Der Wellengang wird stärker. Und die ersten größeren Inseln tauchen am Horizont auf. Wir drehen bei und nähern uns ihnen in der Hoffnung auf neue Schätze, neue Informationen, wo wir sind, neue Völker und für uns neue Abenteuer. Mann, wird der Wellengang hier schlimm. Hoi, hoi, hoi. Jetzt schüttelt es uns hier richtig durch. Ich hoffe, euch vom Bildschirm wird jetzt nicht schlecht. Und wenn ja, immer eine kleine Kotztüte dabei haben. Hoi, hoi, hoi. Ich würde jetzt ja vorschlagen, dass wir jetzt die hier links nehmen. Da haben wir wieder, ach, da sind schon wieder Lagerfeuer drauf. Aber auch ein Schild anscheinend. Oh, da wird's schwer. Wir werden mal versuchen, auf jeden Fall nicht jetzt hier aufzulaufen. Das wäre eine Katastrophe. Was wir müssen, oder was wir sollten, ein bisschen schwimmen ist okay. Wir haben es ja gerade gesehen. Ist das zu weit? Ach Quatsch, wir sind seefest, wir sind ein guter Schwimmer.
Und auf dem Weg werden wir jetzt schon nicht von irgendeinem Hai hier gefuttert. Das kann ich mir auf dem besten Willen nicht vorstellen. Und unser Sprung war ja schon fast, soll ich sagen, eine Note 10 von 10. Okay, da sind wir. Pfeil und Bogen sind bereit. Wir sind es auch. Und es scheint auch eine ganz andere Flora und Fauna hier zu sein. Auf dieser Insel. Da hinten ist schon wieder jemand. Wir wollen nicht entdeckt werden. Aber was wir hier auf der Insel finden werden, das, meine Freunde, zeige ich euch in der nächsten Folge. Seid gespannt. Macht's gut. Ciao.